Wieso kommt ihr alle so beschissen an? Sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Ich weiß, du denkst darüber, nach zur Pokémon-Liga zu gehen. Was warst du? Hyrule oder Cyrille? Was ist das für ein Name? Mein Stami. Kommt Ratini, hau rein. Feuer oder? Pickel finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Ah, paralysiert, von daher nicht. Nochmal Drachenmut. Du dumme Kacksau. Nochmal Drachenmut. Das ist auch leider meine letzte Drachenmut. Auf mit der scheiß Genesung. Sei einfach paralysiert, Turbodreher. Bitte sterb nicht an der Scheiße. Danke. Euer Odem. Ich weiß jetzt nicht, ob er daran stirbt. Ach, kack die Wand an. Aber nehmen wird er trotzdem nicht. Ja, Windhose müsste reichen. Da sparen wir gerade die AP. Und Level Up für Dratini, meine Güte. Endlich mal wieder. Slam. Ja, bitte. Aber gegen was? Ich weiß halt nicht, wie stark Slam im Gegensatz zur Windhose ist. Und Drachenattacken sind eigentlich sehr gut. Oder mache ich Drachenmut weg? Weil so. Ja, komm, machen wir Drachenmut weg. Also viele auf also unter 40 werden wir nicht finden mehr, würde ich sagen. Dann hoffen wir einfach, dass Slam einfach sehr gut ist. Okay, ein O-Ball. Ich mach mal Feuer-Odem. Leider ist das keine Feuerattacke, das wäre eher so schön. Paralysiert, bitte. Mach mir keinen Schaden. Scheiße, ich hab vergessen, dass O-Ball auch Psycho ist. Ja, das habe ich verdient. Jetzt am Voraus sein. Feuerschlag. Giraffe weg. Bleib, glaube ich, bei Ampharos. Obwohl ich hätte. Nein, Nidoqueen wäre, glaube ich, eine scheiße Idee gewesen. Oder auch nicht, eigentlich. Donnerschlag, was überlebe ich? Lege ich da viel Konfusion, finde ich nicht so toll. Ja, ist nicht toll. Paralysiert bitte. Oder nicht? Schnapper tut sehr weh, ne? Ja. Bitte mach's kaputt. Oder auch nicht. Mit wem ist das Staffette einsetzen? Da ist doch keiner mehr. Das ist zu viel. Ich geh mal schwimmen, weil ich da aus dem Augenwinkel ein Item gesehen habe. Warte, brauchen wir nur Wirrprüfer. Ich belebe aber trotzdem Dratini weiter, also wieder, meine ich. Jetzt muss trainiert werden. Okay.
Aber das Doofe ist, dass die Gegner alle sehr scheiße, die waren an, die habe ich zu spät gesehen, um ehrlich zu sein. Switcher, Switcher. Ach, das ist ein Vogeltrainer. Vogelfänger Elmar. Orenta. Nein, danke. Dann kämpfe ich nicht mit, Dratini, einfach was. Es gibt nur Tod und Verderben. Oder Schlag. Das dürfte es vielleicht sogar töten. Ja. Unehrlich. Voraus kriegt ein Level ab. 36. Unehrlich. Vogelfänger Elmar wurde besiegt. Switcher. Tam 22. Was ist das? Hab mich vertan. 22 Solarstrahl. Wir haben keinen ganzen Pokémon im Team gerade. Ich habe noch das Lorblatt. Ach, das war glaube ich das Item, ne? Naja, das kann nicht gewesen sein. Egal. Ich gehe nicht mehr zurück. Stratini. Mach mal Slam. Ich will mal gucken, wie stark das ist. Natürlich geht Slam daneben. Natürlich wird es vergiftet. Unehrlich alles gerade. Es kann doch nicht wahr sein. Wie viel macht's denn? So viel, dass es stirbt. War auch nur ein Level 16, um so ehrlich zu sein. Ein Level 16 Tentara. Dann heilen wir mal kurz. Das gegen. Also das Gift. Mit dem Gegengift. Feuer Odin, weil das trifft auf jeden Fall. Okay, Slam ist stärker als Feuer Odin. Das wissen wir jetzt. Müsste eigentlich schon mal zu diesen Strudelinseln oder wie sie hießen. Ich dachte, ich habe hier irgendwo. Ja, wahrscheinlich kam ich von hier aus dahin. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ein Ponita. Ich hätte gern ein Feuer-Pokémon, um ehrlich zu sein, aber ich brauche jetzt keins mehr, da ich jetzt Dratini habe. Weil Dratini ist jetzt zwar kein Feuer-Pokémon, aber. Ist ein Drachen-Pokémon, was eigentlich auch ganz gut ist. Es ist komisch, dass Kaskade eine Wasserattacke ist, aber keine Wasseranimation hat, sondern einfach nur dieses nach oben Gedingse da. Ich brauche kein Ponita. Beutel, Überfang, auf Martini. Eigentlich müsste ich einfach was auch heilen, tue ich aber erstmal nicht. Hier geht's tatsächlich nicht lang. Irgendwie von da hinten rum? Na egal. Ist mir, wie gesagt, egal. Slam, bitte treff. Weil das ist ein One-Hit. Schon länger nicht mehr gespeichert, glaube ich. Deswegen tue ich das mal kurz gerade. So.
Dann gehen wir wieder dahin, wo wir hin sollen. Ist schon Pokémon-Liga. Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Ja, die sind, also abgesehen aus dem Wasser, sind die ganz schön stark, die wilden Pokémon. Level, was war das eben, das Ponyta? Irgendwas mit 30. Was schon nicht ohne ist. Ein Starmie. Level 31. Kratini. Level 29. Eigentlich habe ich keinen Bock, Kratini zu verlieren, deswegen setze ich direkt einfach was ein. Müsste eigentlich ein bisschen wehtun, weil einfach was auf Teil Boden ist. Aber der Donnerschlag was. Ich dachte einfach, was wäre schneller. Aber ich vergesse immer, dass Starmies und Sterndu eigentlich ziemlich schnell sind. Aus irgendeinem Grund, obwohl das einfach nur Seesterne sind. Und Seesterne nur mal eigentlich nur Meeresboden rum. Deswegen verstehe ich nicht, warum die so schnell sein sollen. Ja, da setze ich tatsächlich wieder Dratini ein. Weil das dürfte das Nidoqueen wegmachen können. Mit der Kaskade. Ja, tut schon weh. Aber ich glaube, die Kaskade wird schon richten, sage ich mal. Oder auch nicht. Ich weiß halt nicht, wie stark der Slam ist und der könnte daneben gehen, deswegen mache ich es erstmal nicht. Bitte überlebt. Gerade so. Und paralysiert. Wunderherrlich. Bitte ein Volltreffer. Leider nein. Ja, dann setze ich Muschas rein. Der Doppelkick macht jetzt nicht so viel aus. Surfer. Was kommt denn danach? Hoffentlich irgendwas Gesteinsmäßiges, weil das kann ich besser wegklatschen als Boden-Pokémon. Mit Dratini. Oh, Starmie. Ja, ich heile es vorher, bevor es angreift. Das wäre sonst eine Shitshow, wenn ich es angreifen lasse. Denn Ampharos ist langsamer als ein Starmie, haben wir gelernt. Im letzten Kampf. Ja, okay. Geht eigentlich der Schaden, so ein Schlag. Nochmal Blutstrahl von dem Vieh. Oh, du bist viel zu stark. Hey, Dratini entwickelt sich endlich. Ich glaube, Dragonier ist dann auf Level 55 oder so ein Käse. Dragoran meine ich. Glückwunsch, dein Dratini wurde zu Dragonier. Lernst du noch eine Attacke? Nein, leider nicht. Level 30 hat sich entwickelt, okay. Ja, aber mal schön, wenn du über 100 KP hättest. Mal hier nochmal ins Wasser. Das ist nicht der Surf, also die Insel von gerade eben, ne? Ah, kacke, der Dragonier ist paralysiert, habe ich ganz vergessen. Dann entparalysieren wir erstmal kurz. Paralyser hier.
Slam. Oder Odem hätte, glaube ich, auch gereicht. Taiguni sieht schön aus, finde ich. Auch der Backsprite und so. Also allgemein ist das ein sehr schönes Pokémon. Ich glaube, das ist nur... Ja, das ist genau derselbe Quatsch wie gerade eben. Okay, wir gucken mal. Okay, hier geht's dann nur hier runter. Guck mal, was rechts hier um Steak ist. Okay, da ist nichts. Moin, Angela. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Nein. Mit den Kapalors wahrscheinlich. Alldorfisch, okay. Nochmal Slam. Und Primato finde ich jetzt nicht so toll, weil es ziemlich schwer zu treffen ist. Oder Odem? Das meine ich ja. Feuer oder? Wie viel Schaden macht das? Ist das besser als Slam? Tatsache ist das besser. Oh, ich setze jetzt Windhose ein, das müsste eigentlich reichen. Hoffe ich. Ja, gut. Weil doch ich besiegt. Darunia kann jetzt auch gegen stärkere Viecher kämpfen, auch die jetzt nicht irgendwie schwach gegen Wasser sind oder so. Es geht eigentlich ganz gut von der Hand. Blattner ist mir egal, weil ich sowieso nicht mit einer physischen Attacke angreife. Oder mit Feuerodem. Hauptsache kein Komprimator oder du bist einfach direkt tot. Ja, das ist auch gut. Gold King, okay. Wir bleiben ja mal weiter im Rennen. Hätte so gerne Elektroattacke für Dragonia. Feuer oder. Eine Eisattacke wäre eigentlich auch ganz nett. Das Tappel. Da setze ich lieber am Voraus ein. Das ist ja wunderherrlich. Verwirrt sein ist cool. Eigentlich nicht. Arthur hieß er. Nein, nicht in diesem Kampf. Julian Teenager. Gott, guten Abend, ich bin's Julian. Hast du eine Minute Zeit? Du gehst dein Pokémon. Rastfest voller Energie. Hey, hör mal, die Tage habe ich was einen Radpass gefunden. Du hast doch eins. Oh, es war so knapp. Bis später. Du Lappen. Okay. Wow, sieh dir alle die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber es reicht nicht, sie nur zu sammeln, oder? Ich meine, ich habe sie nicht gesammelt, ich habe sie mir erkämpft, du Volltrottel. Diana, ich habe vergessen, Dragonia zu heilen. Deswegen muss ich mal kurz wechseln. Zu was? Da ist die Wand an. Ich habe nichts gegen... Ja, Nidoqueen, ne? Ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich gut gegen... Mehr oder weniger gegen... Ne, Nidoqueen ist... Gift ist nicht gut gegen... Wie schon umgekehrt. Ah, scheiß die Wand an, ey. Versuchen wir es trotzdem zu vergiften. Konfusion.
Meine Fresse. Das war eine richtig kacke Idee, die du zu schicken. Einfach was das gerade mein Stärkstes. Und danach tut man alle heilen mit diesem Kampf. Aber ich glaube, er hat nur Fianna, glaube ich, ne? So ein Schlag, Sternschauer finde ich jetzt nicht so toll. War auch ein Volltreffer. Der paralysiert, dann eben nicht. Hypertrank. Auf Ampharos. Und Donnerschlag. Das könnte wehtun. Runia erreicht Level 31, Nidoqueen erhält Erfahrungspunkte genauso wie Ampharos. Den haben wir besiegt. Guter Kampf. Ja, den hätte ich beinahe verkackt, um ehrlich zu sein. Hypertränke. Auf Dragonia. Dann auf Nidoqueen. Guter Letz. Ja, ich heile lieber Ampharos, ne? Ne, ich heile ihn nicht. Ich warte, bis er mir aufs Fressbrett bekommt. Einfach nur mal, um zu gucken, ob hier Items sind. Natürlich sind hier keine Items. Ich fahre mal mit dem Fahrrad, das geht ein bisschen schneller. Aber nur bis dahin, wo ich gerade war. Ist halt scheiße, ein Fahrrad zu fahren. Schnell laufen habe ich kein Problem, aber Fahrradfahren ist mir zu schnell. Ich möchte nicht durch die Gebiete rushen, sondern gemütlich durchwandern oder durchlaufen, aber nicht so mit dem Fahrrad da durchprügeln. Ach Mist. Nochmal Kaskade, Feuerwirbel, gehen daneben. Die Punitas geben aber gute Erfahrungspunkte. Was sind das hier für eine Hütte? Meine Pokémon sehen wieder aus. Gönne ihnen eine kleine Pause. Danke. Dass das so eine Hütte ist. Hier. Deine Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. Und heilig. Jetzt sage ich schon wieder, ne? Muss speichern sagen, dann sage ich aus irgendeinem Grund, ich will heilen. Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich würde in diesem Kampf alles geben. Als Trainer hat Susi Pikachu. Feuer Odem. Doppelteam finde ich nicht so gut. Okay. Ja, noch ein Feuer-Odem am besten. Donner möchte nicht so viel Schaden machen bei Dragonier, also Drachen-Pokémon ja stark gegen so meiste elementare Sachen sind. So Feuer, Wasser, Pflanze, Blitz und so ein Zeug. Tutok, wieso nicht? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Tutok hier in dieser in Gold hier sehen. Das sieht ziemlich cool aus. Aber Feuer oder? Okay. Gegen Tanz. Okay. Verstärkt Wasserattacken. Slam. Gucken, ob
wie viel es davon aushält. Surfer. Wie gesagt, Wasser ist auch nicht so stark gegen Drachen. Aber schon ordentlich. Weil es hier natürlich Regentanz hat. Ja, natürlich. Dass ich lieber Ampharos ein, bevor mir hier das Dragonier wegstirbt. Das dürfte aber Ampharos auch ganz schön wehtun, ne? Donnerschlag. Und besiegt. Unehrlich. Ampharos ist dann jetzt noch ein Level up. Ampharos ist ganz schön hoch. 37, also im Gegensatz zu den meisten Pokémon, die ich hier bei mir trage. Nein, ich kann das nicht glauben. Hier ist wieder nix, ne? Oder... Also an Items meine ich jetzt. Ein Sandama. Brauche ich es nicht wirklich. Deswegen fange ich es nicht. Ich habe vergessen, Talbinier zu heilen. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich in das Heilhäuschen gehen und habe noch nicht gemacht. Das heißt, die Wand an. Ich sag einfach mal, Dragonier trifft jetzt. Ja, und das tut's. Hätte es uns in den Tod geschickt. Ich benutze jetzt keinen Heiltrank. Also keinen Hypertrank. Was ist das denn für ein Häuschen? Ist ein Buch. Hier steht etwas geschrieben. Lesen? Ja, bitte. Bei meinen Brüdern und Schwestern. Wir sind stolz darauf, Pokémon-Trainer zu dienen. Wenn ein Trainer mit dir spricht, gib ihm etwas Nützliches. Eure Monia. Weiterlesen? Ja. Montag Monia, Route 40. Dienstag die Linde, Route 29. Mittwoch Mitko, See des Zorns. Donnerstag Donatus, Route 36. Freitag Frieda, Route 32. Samstag Samson Ebenholz City und Sonntag Sonnfried auf Route 37. Wir haben gerade Sonntag. Route 37, wo ist das? Nicht hier. Komm ich auf die Youtube-Karte? Gar nicht, oder wie? Okay, dann nicht. Warte, kann ich nicht lang. Ich nehme das Fahrrad. Und ich nehme jetzt nicht die Abkürzung durchs Wasser, weil mit dem Fahrrad ist das eigentlich auch ganz schnell gemacht. Ich will halt mit so wenig Pokémon kämpfen, wie es geht, jetzt gerade hier. Ich will nur wieder in dieses Häuslein rein. Hier habe ich gekämpft gerade, ne? Ich zwang 8 Arenaleiter, aber hatte ich genug Selbstvertrauen, Bewusstsein. Das nächste Mal muss ich mich mehr anstrengen, ich kann nicht lesen. Was haben wir denn hier fallen? Das ist ein Obstbaum, hätte es eine Eisbeere, Eisbeere erhalten. Guck mal, wo das Wasser hinführt. Irgendwo hin. Was bist du denn für einer? Wenn du harte Kämpfe beschreitest, wirst du stärker. Oh shit, Sherlock. Was bist du denn für einer? Du bist ein Ass-Trainer, okay? Mike mit AI. Sag 10, ja. Bitte sei nicht vergiftet, Dragonier. Ach, ist. Ich bin so doof. Das ist die Attacke, die immer vergiftet. Toxin. Vergiss das. Weil es gibt noch eine andere Attacke, die ähnlich heißt und ähnlich aussieht, glaube ich. Die zumindest ähnlich aussieht. Säure oder so ein Krempel.
Gambart oder so. Aber ich glaube, es gibt noch eine, die ähnlich heißt. Ja, Feuer Olim. Einfach die hier besiegen. Level 32 für Dragonier. Er ist wirklich mein mit AI. Kingla. Weißt du was? Ich heile mal schnell die Vergiftung gegen Gift. Schild, Schwuppel, Gott sei Dank. Feuer Odem. Also wie sieht das Kingla hier aus wie ein großes Krabi? Mal abgesehen von der großen Kralle. Ansonsten sieht das einfach aus wie ein Krabi, ey. Nochmal Feuer Odem. Also ich kann es kaum erkennen, aus Auseinanderhalten von einem Krabi. Zu sein. Also zumindest auf das Krabier in diesem Spiel. Lamara. Ja, gerne. Ich habe nämlich Kaskade. Und das tut Feuer-Pokémon nicht gut. Außer du bist Lamara. Es tut weh. Ich habe kein Pokémon mit Biss, ne? Gib mir auch so einen Knispel, weil ich weiß, dass Biss eine sehr gute Attacke ist. In der Generation zumindest. In der ersten eher weniger. Ich mache Windhose, dürfte eigentlich reichen. Wenn nicht, dann kotze ich. Aber hat gereicht. Das Trainer Mike wurde besiegt. Ja, das Leben ist noch härter. Will ich heilen? Oder trainieren, sagen? Ja, lieber. Wir können uns immer noch Hypertränke kaufen, so ist das ja nicht.